Corona-Gedenktag. Und es gibt natürlich viel zu lernen aus der Pandemie, zum Beispiel über die Belange der Kinder, wie wir Schulen besser digital aufstellen können und wie wir auch Wirtschaftshilfen anders organisieren können, wenn es nochmal so weit kommt. Ganz wichtig finde ich aber auch, viele, viele Menschen sind in der Corona-Pandemie gestorben, wahrscheinlich etwa über 180.000 in Deutschland und davon gut 20.000 in Baden-Württemberg, die meisten in der ersten und in der zweiten Welle. Und ich kann mich gut erinnern, wie in Esslingen um mich herum in den Pflegeheimen die Flure leer wurden. Viele Menschen leiden langfristig unter Virusinfektionen und über 100.000 Menschen in Baden-Württemberg sind von Long-Covid betroffen. Und wir unterstützen die Long-Covid-Forschung und es gibt auch Ergebnisse in der Medizin insgesamt, dass Menschen, die von Long-Covid betroffen sind, aber auch die nach anderen Viruserkrankungen lange Folgen hatten, dass denen besser geholfen werden kann. Und so hat in allem Schrecken tatsächlich meines Erachtens die Corona-Pandemie und die vielen Betroffenen von Long-Covid dazu geführt, dass Menschen, die schon vorher nach anderen Virusinfektionen es richtig schlecht gab, dass man denen jetzt glaubt, dass wir ihnen zuhören und dass wir ihnen auch helfen.